So, herzlich willkommen zurück, Moment, zu einer neuen Folge Minecraft mit eurem Etakus. Ja, wir haben die letzte Folge mit einem internen Serverfehler beendet und dachte, ich baue ich jetzt, bevor ich das die Aufnahme starte, einfach mal hier die Tanks, den IP-Speicher baue ich mal ab. Und der Deko-Kraftbench bauen wir auch ab, das Ding braucht man auch immer mal. Und das Ding auch mit. Ja. Dann müssen wir auch noch die Anlage da hinten abbauen. Da. Ja. Die Maschine mitten drin, oder? Achso. Nehmen wir an mit. Was ist das? Nehmen wir alles einfach mal mit. Und unser ME. Und unser Inventar ist voll. Können wir da was reinstopfen? So. Das nehmen wir mit. Die müssen wir auch noch mitnehmen. Lop. Und wieder zurück. Ich flieg mal zurück. Und so einen kleinen Baum auf. Das hier alles mit so überdimensionale Form an. Werkstatt. Energiespeicher, da muss noch irgendwie ein Weg rüber. Werden wir auch noch einen Weg hin, wenn wir auch eine Möglichkeit finden. Hier. Gut. Fangen wir mal an mit dem IP-Ding. Da brauche ich Conduit Liquid. Das ist Gas. Fluid. Dies brauche ich. So, wo stellen wir den denn in den IP-Apparat? Wir stellen wir da hin. Painting Maschine. Wo haben wir denn Energie? Nee, haben wir hier gar keine. Haben wir noch nirgends von Energiezufuhr? Das ist blöd. Natürlich haben wir noch null Energie. Dimensional Computer. Oh, das ist aber gut. Brauchen wir wieder ein paar Konduits. Kommt er da rein. Hauptspeicher. Ja. Ich auch, das auch. Labor. So. Gut, da haben wir Energie.
Da haben wir nämlich so einen, den müssen wir da hinsetzen. Ah, wenn man den einmal abbaut, wird der so scheiße. Gut. Das muss ich ja machen. Da müssen wir den Painter hin. Müssen wir ja einfach mal da drüber. Ah, setzen wir den Painter da drüber. Und hab ich jetzt Mike. Brauchen wir Konduit? Konduit. Zack. Dann ist es auch schon da in der Wand drin. Und das soll nicht automatisch ins MI, das ist nämlich blöd. Jetzt müssen wir Soulbinder, Exclusive Slicer. Weg da mit dir. Kommt da Soulbinder rein? Exclusive Slicer. Sie brauchen jetzt auch Energie. Gehen wir einfach mal hier durch. Ne, das sind die kleinen Popeldinger, die wollen wir nicht. Wenn, setzen wir gleich vernünftig was rein. Dann haben wir das auch gleich, sind wir damit auch gleich umgezogen. Ah, jetzt brauchen wir nochmal. Ah ne, haben wir ja. Zack. Schön verstecken. So. Dann haben wir die Maschinen auch schon mal drüben. Jetzt müssen wir mit den Tanks überlegen. Das müsste doch eigentlich. Wo ist denn da? So. So. Und so. Und wenn wir jetzt die Gitter hier oben rauflegen. Seht ihr, passiert gar nichts. Müssen wir mal nach außen. Muss ich jetzt ein bisschen was ändern, wenn wir das von außen angreifen. Extrakt ohne Redstone-Signal. Jetzt können wir das wieder dahin bauen. Nein? Ja, so. Hä? So ein Umzug dauert ganz schön, wenn wir das schön machen. So, und dann müssen dann wieder Blätter rein. Haha, wir haben es bald geschafft. Und jetzt schiebt er die Ether rein. Jetzt haben wir noch 5 Tanks. 1, 2, 3, 4. Die setzen wir einfach mal hier an. Hier von unten aus. Was war das? Lamp. So giftgrüne Lampen. Habe ich glaube ich alles gar nicht da. Nein, das da giftgrün. Tania, Astralis, Industry, Minecraft. Kaktus. Was schreibe ich denn hier? Kaktus. Himmel ist wenig über. Wie könnte man den Kaktus nochmal vermehren? Die Farbe. War das einfach nur in oben stopfen? Nein. Ach, glaube ich, einfach nur in oben stopfen. Ach,
Jo, wartet mal. Wir haben doch bunte Farben. Ich will nur keine Gedanken machen. Und das war ein Problem. Nein. Ist noch gar nicht am ME angeschlossen. Das ist in einer der Deep Store Units. Da holen wir uns mal was raus. Jo. Nein. Da. Nein. Da ist jetzt grün. Da haben wir's. Und dann wollen wir uns jetzt mal giftgrüne Lampen machen. Oh, Hightech-Items haben wir nicht. Mittlerweile brauche ich ganz schön viele von diesen Dingern. Wie brauchen wir? Keine Ahnung, mach ich mal so. 10 müssen rein. So, und das Giftgrün hängen wir jetzt unten drunter. So, da haben wir zu viel, aber egal. Zack, zack. Und jetzt brauchen wir noch die restlichen Gitter. Aber wir können Storage laden. Dann pumpt sich das jetzt raus, dann kann man immer noch mal hier das Zeug loswerden. So, dann haben wir dann die Maschine auch aufgebaut. Dann haben wir jetzt den Osmium-Kompressor. Den baue ich erstmal noch nicht auf. Weil brauchen wir noch. Da haben wir das Zauberbuch, da können wir zaubern. Einen Hightech-Amboss. Stellen wir ihn da in die Ecke. Also oft brauchen wir den glaube ich nicht. Also kann der da hinten stehen. Dann die Deko-Bench. Stellen wir da rein. So, das haben wir. Dann können wir mal das alles hier ins MI schmeißen. So, und dann brauchen wir eigentlich auch bald noch wieder noch einen Raum, wo wir die Deep Store Units reinschmeißen. Das könnte man in die Richtung. Aber wir wollen erstmal das da fertig machen. Also brauchen wir jetzt erstmal wieder Essenzblas. Ja, da ist es. Jo. Ich denke mal, das dürfte reichen. Wupp. Haben wir ja gesagt, mit oben freien Ausblick. Dann hat das. Das sieht doch bestimmt schick aus. Ich hab's gemacht. Hopp, hopp, hopp. Und. Hopp, 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 hopp. Jetzt haben wir nach da gar keinen Ausgang mehr. Dann brauchen wir jetzt Blätter. Treppe müssen wir auch noch so machen, dass man hier noch runter. Leute, denkt dran. Livestream, seid dabei. Ich hoffe, dass das nicht mal wie jetzt letzten Samstag so wieder verkackt. Ich hoffe es nicht. Aber schaltet ein, 20 Uhr, samstags, auf meinem Kanal.
Also YouTube. Link müsstet ihr in der Videobeschreibung sehen, müsst ihr eigentlich mal drin haben. Ich hab vergessen, was ich machen wollte. Brauchen wir jetzt so. So. Und jetzt brauchen wir Wubberwood. Gehen wir Wubberwood zusammen. Etwas aus. Was sind denn für komische Bäume? Ich stand noch nicht mehr mal da. Sieht irgendwie missgestaltet aus, so dünn. War aber nicht. Gibt es ja genug Rubberwood-Bäume hier in der Nähe, also einfach abfarmen. Sind zwar auch andere Leaves dabei, aber das ist glaube ich erstmal egal. Kann man ins ME schmeißen, irgendwann braucht man mal andere Leaves. Und ich spiele ja eh kein Industrial Craft. Oakwood. Awkward. Hier ist einer. Awkward. Und dann brauche ich, also wenn ich kein Industrial Craft. Vielleicht schon klein. Nee, Industrial Craft mag ich nicht. Ist irgendwie. Wer nicht blöd. Ah, hier mit einer Bauarbeit. Okay, fahren wir jetzt auch andere Sachen mit ab, aber das ist alles immer wunderbar. Da haben wir wieder Wubberwood. Brauchen wir doch schon mal wieder ein paar Stacks zusammen. Irgendwann, wenn ich Zeit habe, werde ich die Bäumstämmchen fällen. Warum es keine Schere von Tinkers Construct gibt, verstehe ich immer noch nicht. Aber eigentlich, okay, es ist nicht so ein Werkzeug, was man viel braucht. Gar nicht. Selten. Aber es wundert. Gucken wir weiter, irgendwo müssen wir noch ein paar stellen. Da stehen noch welche. Ob davon jetzt alles Rubberwood ist, weiß ich nicht. Da haben wir noch ein Rubberwood. Ja, weg. Bist auch Rubberwood. Komm, weg. Oh, eine Schere haben wir noch, die werden wir noch verbrauchen. Haben wir hier auch noch. Ich weiß gar nicht, was Fabs die ganze Zeit noch ein Problem hat mit Blätter sammeln. Machst du 4 Scheren, fliegst ein bisschen rum, suchst ein paar Bäume und fertig. Hopp, weg ist der Scheiß. Kommt gleich einen ganzen Haufen zusammen. Ach, auch mal was. Kommt ja gleich. So, habe ich jetzt auch, wie schon eben erwähnt, einen ganzen Haufen andere Leads. Egal.
keine mehr. Und wieder zurück. Was sind das für komische Bäume? Hören wir, nehme ich überhaupt auf? Ja, ich nehme auf. So, Baba Leaf. Müssen wir hier wieder ein bisschen weiter reinstopfen. Hier müssen wir wieder ganz viel dicht machen. Und da müssen wir auch dicht machen. Ja, kann man da auch wieder ganz so reingucken. Kriegt der Baum vielleicht ein bisschen Fülle. Ich muss auch mal hier ein bisschen dicht machen. Und hier auch alles voll. Pflaster. So, da haben wir hier auch gleich unseren, das ein bisschen optisch ein bisschen gemacht. Da sind wir noch nicht, also müssen wir hier noch ein bisschen. Das, was man beim Blättersetzen nicht machen sollte, Hohlräume. Also wenn ich jetzt hier nicht die Blätter reinmache, sieht das von außen blöd aus. Das sieht dann, man kann durchgucken und man sieht dann, was da drin ist. Und so sind genug Blätter im Weg, dass da schöner fester Stamm ist. Also hier seht ihr jetzt, wenn ich jetzt das hier dicht mache, ja, und jetzt Blätter davor setze, dann wird man da drin gar nichts mehr sehen. Dass da irgendwas drin hockt. Oder sein sollte. Das ist optisch ganz gut. Kann man auch mal Licht reinsetzen oder so. Hier muss ein bisschen, was sieht man hier noch? Ich glaube, hier machen wir mal so einen Überhang. Wäre bestimmt ganz schick. Wulz. So. Wenn wir hier noch ein bisschen was draufsetzen. Gehen wir hier noch ein bisschen weiter runter. So. Hier mit Wulz fertig setzen, dann noch ein bisschen. Da ein bisschen runter und jetzt kommt dieser Teil. Da setzen wir erstmal einen Rahmen. Da müssen wir von drin noch ein bisschen verkleiden. Das muss alles theoretisch dicht. Da kann man reingucken, das ist blöd. Da kommt jetzt das, was ich vorhin meinte. Bloß nicht mit den Blättern geizen. Dann schimmert das auch nicht, das Licht da hinten nicht so ganz so durch. Und das ist auch gut. Sieht dann nämlich wieder blöd aus. Da seht ihr es, man kann nämlich reingucken. Das will ich nicht. Müssen wir das mal schön dicht machen. Hier kommt ein dicker Wulst rein. Was haben wir denn hier? Ah, da haben wir auch wieder ein Loch. Das muss auch noch dicht.
So, theoretisch ist diese Folge auch schon wieder vorbei. Aber wir werden jetzt das nochmal dicht machen. Und werden hier noch so ein... Ja. Da kommt dann so ein dickes Ding hin. Ich müsste theoretisch auf Baumstämme noch reinsetzen. Holz, aber irgendwie, weiß ich nicht. Das sieht man ja eher weniger, das Holz. Also kann man das, denke ich, mal weglassen. Nee, dich will ich nicht haben. Dich will ich haben. Dann noch ein bisschen was hin. Müssen wir hier noch ein bisschen was hin machen. Ja, das ist okay. Oh, hier haben wir wieder ein Loch. Nur auch dicht. Da hier gerade nicht so viel Licht durchschimmert, müssen wir hier einfach mal einen Scheiß hinkloppen. Da schimmert was durch. So, und das müssen wir jetzt hier auch noch dicht machen. Dann müssen wir halt jetzt ein bisschen mehr setzen. Da gehen wir noch nicht viel höher, weil wir wissen ja noch nicht, was da oben jetzt noch hinkommt. Aber das Loch werde ich dicht machen. So. Ja. Das muss jetzt auch noch dicht. Rübergehen. Ja, das muss jetzt noch weg. Oder mit Blättern komplett dicht geklappt. Damit das nicht mehr ganz so hell rausschimmert. Ne? Willst du mal? Willst du wohl? Ja, dann. So, dann sieht man die Wand gleich gar nicht mehr. Auch nicht mehr stark durchschimmern. Ganz leicht sieht man so noch, klar. Aber diesen Bereich, da werde ich jetzt nicht noch mehr hinsetzen, weil ich weiß nicht, was ich da jetzt noch hinbaue. Also mache ich jetzt nur diesen Bereich fertig. So. Ja. Da haben wir was. Das muss noch dicht. Warum ist da ein Loch? Schimmert mich zu sehr durch. Das ist blöd, wenn das so durchschimmert. Dann kommt noch ein bisschen mehr. Ja, das gefällt mir schon besser. Das schimmert mir auch wieder zu sehr durch. Also noch ein bisschen mehr Blätter.
Dann ist der Shimmering weg. So. Ich habe mir immer zu viel durch. Sieht aus wie so ein Flickenteppich. Gemacht werden. Da haben wir den Baum. Ja, das sieht doch schon mal genial aus. Wirklich. Ja, das muss auch noch dicht gemacht werden, so richtig schön dick. Aber sonst haben wir doch schon mal was geschafft. Kommen wir eigentlich überhaupt wieder? Also kommen wir im Dächer alle zugemacht. So, dann gehen wir noch einmal durch. Das müssen wir auch noch machen. Haben wir hier unsere kleine Werkstatt, bald fertig. Hier haben wir Crafting Computer, da muss ich noch wieder Stoff dicht machen. Hier unsere halbautomatisierten Dinger. Ist auch noch ein bisschen Platz. Kann man da drüben Deep Store Unit? Nein, Deep Store Unit Raum müsste da irgendwie hinkommen. Hier rein. Ja, so als offene, so ein freier Raum, Stufen gehen hoch und dann ist daneben so ein kleiner Raum, wo dann Deep Story wird. Ist nicht zu weit vom MI entfernt, das ist gut. Ja, also, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schaltet wieder ein, denkt dran, Livestream, Samstag 20 Uhr, hoffentlich diesmal funktioniert's. Und hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Also, bis zum nächsten Mal, tschüss.